Moin! Mein letztes Ninja-Deck ist ja schon nun einige Zeit her. Da dachte ich mir, es ist mal Zeit für ein neues Deck-Review. Denn die wunderschönen Wiesen des Schattens haben ja neue Updates bekommen, beziehungsweise neue Support-Karten bekommen. Und zwar richtig, richtig, richtig gut. Ich hätte nicht erwartet, dass das Deck tatsächlich mal in irgendeiner Form spielbar wird. Wenn wir mal ehrlich sind. Die Art und Weise, wie es zuvor spielbar war, war halt mehr so Glaskanone-mäßig und eher so, naja, jedes andere Deck ist wahrscheinlich besser als das, aber es war halt einfach spaßig und mit dem neuen Support ist es nicht nur spaßig, sondern auch tatsächlich gut und deswegen gehen wir direkt rüber. Erst die Deckliste und dann die Replays. Genau, fangen wir mal direkt oben an. Wir spielen zweimal den neuen Geo, the Gravity Ninja. Geo. Fantastisch gute Karte, wirklich mit die beste Karte in diesem ganzen Deck, so also mehr oder weniger auch Key-Karte in diesem Deck, bietet mit die beste Interruption. Wenn er gespecialt wird oder genommen wird oder geflippt wird, also ist egal wie ihr ihn beschwört, Hauptsache ihr beschwört ihn in irgendeiner Form, könnt ihr zwei offene Karten auf dem Feld, zwei Face-Up-Monsters auf dem Feld wählen, sie Face-Down flippen. Und sie können ihre Kampfposition, gegnerische Monster können ihre Kampfposition nicht mehr ändern. Das heißt, die können nicht mehr aufgeflippt werden. Was eine ziemlich, ziemlich strong Interruption bietet. Gerade wenn der Gegner kurz davor ist, irgendwie eine XP-Beschwörung zu machen, oder Link-Beschwörung zu machen oder sonst was. Einfach die gegnerischen Karten face down flippen und schon wird da nichts mehr draus. Oder frisch beschworene Karten einfach face down flippen. Problem gelöst. Grandiose Karte. Dann der zweite Effekt. Solange ihr auf dem Feld liegt und eine andere Karte geflippt wird. Kannst du eine Karte auf dem Feld wählen und sie zerstören? Eine Karte des Gegners wählen. Genau, das ist vielleicht ein bisschen wichtig. Eine Karte auf dem Feld wäre vielleicht ein bisschen cooler, um gegebenenfalls wie Spell Trap Zone ein bisschen aufzuräumen, was jemanden einen Fallen angeht, aber im Regelfall ist das kein Problem, dass die da liegen. Weswegen Opponent-Karten voll und ganz in Ordnung ist hierbei. Dann dreimal Gamaziel als Kaiju. Ich hatte ursprünglich überlegt, ob ich Nibiru spiele. Das Ding mit Nibirus allerdings ist mir. A, es dauert mir zu lange. Also die fünf Beschwörungen, klar, das passiert bei manchen Decks. Bei manchen Decks passiert das gar nicht. Und dann ist mir Gamaziel einfach lieber, weil den kann ich theoretisch gesehen immer aktivieren. Und B, ja. Also die Beschwörungskosten von Nibiru sind mir zu teuer, um die bezahlen zu wollen. Genau, und Gamaziel bietet mir einfach eine gewisse, ein bisschen mehr Kontrolle darüber. Ich kann zwar nur eine einzige Karte loswerden, aber ich weiß, dass ich sie losbekomme, weil sie wird einfach getributet, sie wird nicht zerstört, sie wird nicht getargetet und sonst was. Ich kann jede Karte loswerden damit und deswegen ist mir Nibiru einfach viel, Gamaziel einfach viel, viel lieber als Nibiru. Dann dreimal den Ninja Grandmaster Hanzo. Ich glaube, von den alten Karten das einzige Monster, was quasi Maniac Monsters überlebt hat in diesem Deck. Wenn er genommelt wird, könnt ihr eurer Hand eine Nezukunst-Karte vom Deck hinzufügen. Wenn er geflippt wird oder gespecialt wird, dürft ihr euch ein Ninja-Monster vom Deck der Hand hinzufügen. Grandioser Sucher. In einem ganz kleinen Problem, der Effekt ist so. Keine Ahnung, schlecht geschrieben für die heutige Zeit, weil es ist kein. If-Effekt, es ist ein When-Effekt. Das heißt, nicht, also übersetzt quasi, if, sowas wie, wenn diese Karte beschworen wurde, dann kannst du, sobald du, ne, nächstes Mal was aktivieren kannst, diesen Effekt triggern. When-Effekte heißt, sofort, sobald diese Karte beschworen würde, musst du diesen Effekt aktivieren. Löst sich gerade noch eine Chain auf oder sonst irgendwas interruptet damit. Kannst du diesen Effekt nicht mehr aktivieren, weil er Timing verpasst. Das ist super dumm. Ihr müsst darauf achten, wenn ihr ihn beschwört, wenn zum Beispiel ihr mit eurem Meisen ihn beschwören wollt und der Gegner hat ja zuvor was aktiviert. Meisen reagiert ja immer auf gegnerische Karten. Aktiviert sich Hansus Effekt nicht, weil der gegnerische Effekt ja noch auflösen muss. Die Chain läuft noch ab. Und zu dem Zeitpunkt, wo der gegnerische Effekt resolved, muss der Effekt von Hanzo aktiviert werden. Das geht aber nicht. Also verpasst Hanzo Timing. Das heißt, ihr müsst immer darauf achten, dass Hanzo beschworen wird, wenn quasi die Kette aufgelöst wurde. Also das erste Lied der Kette muss quasi die Beschwörung von Hanzo sein. Ansonsten triggert sein Effekt einfach nicht.
wenn er mit Cem beschworen wurde. Wenn EA normalt, dann ist er ja klar das erste Stück der Kette, aber immer im Kopf behalten, dass man da nicht irgendwie in Probleme gerät. Dann zweimal Kagero, den Kanonen-Ninja. Wenn er genommelt wird, gespecialt oder geflippt wird, könnt ihr einen Ninja-Monster von eurer Hand oder vom Friedhof in Face-Down-Position specialen. Was super gut ist, denn ohne Level-Restriktion, das heißt, ihr könnt jeden Ninja beschwören, egal wen ihr auf der Hand habt, Hand oder Friedhof ist halt auch super, weil er ermöglicht euch eine garantierte Fusion. Eure Fusionsmonster sind nicht besonders, zu denen kommen wir auch gleich nochmal, aber die brauchen keine Polymerisation. Sondern stattdessen müsst ihr einfach nur Ninja-Monster verschiedenen Typen von eurem Feld als Tribut anbieten. Dabei ist es egal, ob sie Face-Up oder Face-Down sind. Das heißt, die Beschwörung von Kagero, schlüsselt euch einen Ninja Face-Down mit dem anderen Typen, also zum Beispiel Kagerus Krieger, also holt ihr euch zum Beispiel einen Ungeheuer oder einen Insekt oder einen glückliches Ungeheuer oder Felsen und schafft den Fusionsmonster. Das heißt, super, super gute Karte. Dann der zweite Effekt, wenn der Gegner einen Effekt aktiviert, der genau ein Ninja-Monster targetet oder genau ein Face-Down-Monster auf dem Feld targetet, was du kontrollierst. Solange er im Friedhof ist, könnt ihr per Quick-Effekt ihn in Face-Down-Position specialen und das vom Gegner getargetete Monster auf eure Hand zurückgeben. Gerade um zum Beispiel Destruction zu umgehen. Klar, theoretisch gesehen, also ihr müsst das so sehen. Die Karte, die von euch getargetet wurde, durch einen Zerstörungseffekt zum Beispiel, wenn ihr den Effekt nicht aktiviert, geht einfach in den Friedhof. Kagero ermöglicht euch, ihn zu specialen, die Karte auf die Hand zurückzugeben. Die Karte ist zwar immer noch weg vom Feld, aber ihr verliert den Body auf dem Feld nicht. Ihr habt weiterhin Monster auf dem Feld in Defense Position liegen. Was euch einfach eine gewisse Protection gibt. Und gerade bei den Fusionsmonstern ist es so, wir spielen beide nur zweimal. Irgendwann haben wir keine mehr im Extra-Deck. Und Kagebro ist dann einfach die bessere Methode, um dafür zu sorgen, dass wir sie nochmal resummonen können, einfach im nächsten Zug, weil wir keinerlei Probleme haben, an unsere Fusionsmonster dran zu kommen, wenn sie im Extra-Deck sind. Sobald sie im Friedhof sind, wird das ein bisschen schwieriger, die nochmal da rauszubekommen. Deswegen ein guter Effekt, um die zu schützen. Zweimal reicht allerdings voll und ganz, denn ja, haben so viele Ninja in dem Deck, die gute Sachen machen und so viele Möglichkeiten, an unsere Fusionsmonster dran zu kommen. Das ist einfach für mich zumindest aktuell voll und ganz ausreichend, Kagero auf 2 zu spielen. Dann zweimal Baku, den Beast Ninja. Wenn er eurer Hand zugefügt wird, außer durch Ziehen, dürft ihr ihn specialen. Und wenn er gespecialt oder geflippt wird, dürft ihr einen Ninja oder eine Nezu-Karte in eurem Friedhof oder auch von eurer Zauberfallenkartenzone auf die Hand zurücknehmen. Das heißt, ihr könnt entweder hingehen und einen Ninja aus einem Friedhof rausnehmen, eine Art, das Sitzbuch auf die Hand zurücknehmen, die Equip Spell auf die Hand zurücknehmen oder halt eine der beiden permanenten Traps auf die Hand zurücknehmen. Also halt hervorragend. Gerade der Special Summon Effekt ist hervorragend, weil suchen wir ihn zum Beispiel mit Hanzo, können wir in der Special Fusion. Ne? Der Special Summon Effekt ist insofern super. Wir können ihn mit Tobari specialen, wir können ihn mit Meisen specialen und kriegen eine Recovery. Also ne, super Monster. Aber auch 2 auch wiederum reicht, weil er bietet uns keinen größeren Mehrwert. Weil er ist kein Starter in dem Sinne. Er kann nicht genormalt werden. Er muss gespecialt werden oder geflippt werden, damit sein Effekt triggert. Deswegen spiele ich ihn nur auf 2 und nicht auf 3. Wenn er auch beim Normal Summon die Ninjutsu Kunst oder Ninja Monster auf die Hand zurückgeben würde, dann würde ich ihn vielleicht auch auf 3 spielen. Dann dreimal Aschenblüte, ne? Aktuell wahrscheinlich die beste Handtrap, die es gibt. Und auch schon seit langem die beste Handtrap, die es gibt. Einmal den grünen Ninja. Wenn ein Monster gespecialt wird, auf eurer Seite des Feldes, könnt ihr eins davon wählen. Also, wenn mehrere beschworen werden, wählt ihr einfach eines. Special ihn aus der Hand und ändert das gewählte Monster in Face Down Position. Und wenn er auf den Friedhof gesendet wird, könnt ihr ein Monster auf dem Feld wählen und es entweder in Angriffsposition wechseln oder es Face Down in Defense Position flippen. Das ist super, super praktisch. In den Replays wird es auch ein paar Mal, glaube ich, aufkommen, dass wir Green Ninja zum Beispiel mit der Ninjutsu Art of Duplication Special zusammen mit einem Tobari, beide in offener Position im gegnerischen Zug, dann nutzen wir den Tobarius-Effekt.
fusionieren die beiden weg in zum Beispiel einen Yagu-Ramaru oder eine Meisen und nutzen dann den Effekt von Greninja, weil er auf den Friedhof gesendet wurde, um ein gegnerisches Monster zu facedown. Plus halt dann natürlich die Fusionsmonster-Effekte, wenn halt entweder wenn der Gegner es aktiviert hat, beschwören wir noch was weiteres mit Meisen oder wir bannen was von der gegnerischen Feldseite. Und deswegen als One-Off-Vollungers ausreichend. Genau. Weil er jetzt auch, außer quasi, dass er der Monster fest downflippen kann, nichts mitbringt, was ihn rechtfertigen würde, mehr als einmal spielen zu lassen. Dann Mitsu. Mitsu eine wirklich auch super gute Karte. Wenn ihr einen Ninja-Monster kontrolliert oder einen Face-Down-Monster kontrolliert, könnt ihr sie aus der Hand specialen. Wenn der Opponent einen Monster-Effekt aktiviert, könnt ihr einen Face-Down-Monster wählen, was ihr kontrolliert. Es fest abflippen. Dann, wenn es ein Ninja-Monster war, die gegnerischen Effekt negieren. Das heißt also im Endeffekt negate. Zerstört sich aus der Hand. Kann zusammen mit dem Equip Spell auch noch in Ultimate Grand Insect sich verwandeln aufgrund ihrer 2100 Defense. Und deswegen einfach unfassbar gut für dieses Deck und auch von den Main Deck Karten her so eine der besten Karten auf jeden Fall. Dann das wahrscheinlich, ja, vielseitigste Monster in diesem Deck und auch eines der Key Monster in dem Deck ist Tobari. Ihr könnt ihn abwerfen, um ein Ninja Monster aus eurer Hand zu specialen. In Face Up oder Face Down Defense Position. Das ist schon mal ziemlich cool. Das heißt, wir können damit zum Beispiel einen Hanzo specialen, um uns Ninja Monster zu suchen. Das heißt, wenn wir Hanzo und Tobari für Hand haben, aktivieren wir Tobaris Effekt, specialen Hanzo und suchen uns Baku, zack, Fusion. Zum Beispiel. Bietet uns also sehr viele Möglichkeiten. Gerade auch zum Beispiel, wenn wir Baku auf der Hand haben und ihm, können wir Bakus Battle Summer Effekt nutzen, um ihn direkt wieder auf die Hand zurückzunehmen, zu normalen und weg zu fusionieren. Also, ne. Aber der zweite Effekt ist nochmal relevanter, würde ich behaupten. Denn während des gegnerischen Main oder während der gegnerischen Battle Phase könnt ihr per Quick Effekt eine Fusionsbeschwörung machen von einem Ninja-Monster, indem ihr Monster von eurer Hand oder eurem Feld benutzt. Das heißt, ihr könnt im gegnerischen Zug Meisen beschwören, damit ein Yagurimaru beschwören. Das heißt, ihr könnt Interruptions beschwören, ihr habt Zugriff auf eure Fusionsmonster, um eine Meisen ermöglicht euch zum Beispiel eine Free Special, wenn der Gegner was aktiviert, damit könnt ihr euch dann einen Geo holen, zwei gegnerische Karten fest und flippen. Also, ihr ermöglicht euch durch den Seiteneffekt von Tobare so viele Follow-ups, gerade im gegnerischen Zug beschwört ihr die meisten Monster und da ist das einfach herausragend, dann auch im gegnerischen Zug Fusionsbeschwörung machen zu können. Weil eure Traps müssen ja erstmal in den Zug liegen, aktivieren sich also erst im gegnerischen Zug und naja, warum sollte man dann nicht auch im gegnerischen Zug die Möglichkeit haben, mit dem Monster, den man beschwört, auch direkt weiterzuarbeiten? Deswegen ist Tobari einfach das beste Monster im Deck. Das beste Nicht-Sucher-Monster im Deck. Also das beste Monster im Deck würde ich immer noch behaupten, ist Hanzo, auch wenn sein Effekt ein bisschen kacke geschrieben ist für die heutige Zeit. Dann einmal Instant Fusion. Ne, 2000 Life war Special in Stufe 5 oder nichtiger. Fusionsbuster vom Extra Deck, aber es kann nicht angreifen und es wird während der Endphase zerstört. Ne, Free Special Summon von Yagurimaru. Gibt euch einen weiteren Körper. Er kann nicht angreifen, aber er kann als Fusionsmaterial benutzt werden. Und er kann seinen Effekt benutzen, weil er muss nur gespecialt werden. Er muss nicht fusionsbeschworen werden für seinen Effekt. Deswegen ist Instant Fusion einfach eine super Karte für dieses Deck. Einmal Verstärkung für die Armee, ne? Zum Beispiel ein Kriegermonster vom Deck auf die Hand. Also einen grünen Ninja, einen Hanzo oder einen Kagero. Und das sind alles drei gute Targets dafür. Gerade Hanzo oder Kagero sind halt eine super gute Starter und sie einfach suchen zu können, ist halt herausragend. Dann dreimal Book of Eclipse. Ihr ändert alle Monster auf dem Feld in Face Down Defense Position. Während der Endphase des Zuges werden alle gegnerischen Monster aufgeflippt und für jedes aufgeflippte Monster zieht ihr eine Karte. Das ist eine Quick Spell, das heißt, ihr könnt sie im gegnerischen Zug oder in eurem eigenen Zug aktivieren. Der Grund, warum ich sie spiele, ist, wenn eure Monster Face Down geflippt werden, stört euch das nicht. Ihr könnt sie weiterhin wegfusionieren, ihr könnt sie weiter verarbeiten. Gegnerische Karten könnt ihr damit aber ausschalten. Klar, außer Link-Monster. Theoretisch gesehen ist es sehr kostenintensiv, denn je mehr Geek-Monster der Gegner kontrolliert, desto mehr Karten der verziehen. Aber ihr habt so viele Möglichkeiten, in diesem Deck das gegnerische Feld aufzuräumen, dass diese Karte einfach herausragend ist. Wenn diese im eigenen Zug aktiviert, zieht der Gegner im Regelfall keine einzige Karte. Aktiviert sie im gegnerischen Zug, ist die Wahrscheinlichkeit zwar gegeben, dass er Karten zieht, aber naja,
Ihr aktiviert sie im gegnerischen Zug, weil ihr wisst, okay, alles, was jetzt passieren könnte, wäre schlimmer, als dass er Karten zieht. Deswegen nimmt man das quasi in Kauf. Man kann im gegnerischen Zug trotzdem Interruptions rausbekommen und kann trotzdem Karten zerstören. Das heißt, er wird nicht so viele Karten ziehen. Und dann ist es mir lieber, dass der Gegner ein, zwei Karten zieht, als der Gegner hat plötzlich sein Full Board da liegen und ich habe keinerlei Möglichkeit mehr, damit was dagegen was anzustellen. Deswegen nehme ich die. Es gibt zwar theoretisch gesagt die Möglichkeit, Book of Lunar Eclipse zu spielen, aber der Discard dafür ist mir zu teuer. Da ist es mir lieber, der Gegner zieht Karten, als dass ich Karten abwerfen muss, weil mir die Handkarten dann zu wertvoll sind dafür. Dann dreimal Ninetsu Kunst, Notizbuch der Geheimnisse. Wenn der Gegner eine Karte kontrolliert, könnt ihr aus eurem Deck eine Karte und aus eurem Friedhof eine Karte setzen. Eine Ninja-Monster, eine Ninetsu Kunst. Das heißt, im Regelfall zum Beispiel setzt ihr euch ein Trap und holt euch aus dem Friedhof eins der Monster zurück, die ihr als Zusatzmaterial benutzt habt. Oder umgekehrt, als Quickspell natürlich auch im gegnerischen Zug wieder aktivierbar. Das heißt, ihr könnt das Monster, was ihr gesetzt habt, mit Tobari zum Beispiel dann direkt wegfusionieren. Und deswegen hat einfach eine grandios gute Karte. Allein Tatsache, dass der Gegner muss zwar eine Karte kontrollieren, das heißt, wenn die First Turn dran seid und ihr habt sie auf der Hand, bringt sie euch nicht viel, es sei denn, der Gegner hat irgendeine Möglichkeit, in eurem Zug Monster zu beschwören. Aber ansonsten ist das halt einfach eine grandiose Sucherkarte. Ihr könnt euch halt alles suchen. Und die kriegt halt quasi zwei Karten und tauscht zu einer. Das ist halt eine super, super gute Karte. Dann den Iron Digger, den neuen Eclipse Spell. Den spielen wir zweimal. Das ausgerüstete Monster kriegt 5 ATK und wird als Ninja-Monster behandelt. Und once per turn könnt ihr einen Ninja-Monster aus eurem Friedhof verbannen und eine Karte auf dem Feld wählen und sie zerstören. Und falls diese Karte auf den Friedhof gesendet wird, könnt ihr eins eurer verbannten Ninja-Monster dann auf die Hand zurücknehmen oder in Phase Zone Position specialen. Super, super gute Karte. Ihr könnt sie nutzen, um einen Mitsu auszurüsten. Dann verbannt ihr einen Ninja-Monster. Zerstört eine gegnerische Karte. Mitsu wird als gut angeboten, um Ultimate Great Insect zu beschwören. Iron Digger geht in den Friedhof rein und specialt das verbannte Monster auf eurer Feldseite und er gibt es auf eure Hand zurück. Also wirklich super, super guter Effekt. Auch zum Beispiel nützlich, um gegnerische Monster zu auszurüsten. Um sie dann zum Beispiel mit Dancing Leaves wegzutüten. Also wirklich eine gute Karte. Für ATK-Boost ist halt wirklich auch nicht zu unterschätzen, gerade weil ihr mit Meisen die Möglichkeit habt, dass alle eure Ninja-Monster direkt angreifen können, während jeder Battle Phase, sind 5 ATK meistens schon genug, um den Gegner halt auch zu töten dann. Wirklich gute Karte. Dann zweimal Tenchi Kaimai. Das ist eine der Karten in dem Deck, wo ich sagen würde, da habt ihr auf jeden Fall freie Möglichkeit, sie auszutauschen. Ich spiele sie aktuell als Two-Off, weil ich den Effekt ziemlich cool finde. Ihr habt aber auch keinen Nachteil dadurch, sie nicht zu spielen. Ihr könnt sie aktivieren. Und wenn ein Ninja-Monster, was ihr kontrolliert, dem Gegner Kampfschaden macht, dürft ihr eine Karte auf dem gegnerischen Feld wählen und zerstören. Und falls sie durch einen gegnerischen Effekt das Spiel verlässt und entweder im Friedhof ist oder verbannt wurde, könnt ihr eine beliebige Anzahl Ninja-Monster am Friedhof wählen und sie in Phase Storm Position specialen. Das heißt, wenn der Gegner hingeht und zum Beispiel habt ihr Federwish aktiviert, Free Summon von bis zu 5 Monstern, je nachdem, wie viel ihr im Friedhof habt. Wenn der Gegner sich verbannt, Free Summon. Das heißt, einzige Möglichkeit für den Gegner, das zu umgehen, ist, sie entweder auf die Hand zurückzugeben oder ins Deck zu mischen. Das heißt, es ist ein super guter Recovery-Effekt, gerade wenn der Gegner anfängt, euer Feld aufzuräumen und ihr habt die Karte da liegen. Wichtig ist nur, sie muss offen in der Feldzone liegen. Liegt sie face down, bringt euch ihr Effekt gar nichts. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel mit dem Notizbuch, die im gegnerischen Zug setzt und der Gegner zerstört sie dann, vergeudete Mühe. Also, das ist wirklich einfach useless gewesen. Ihr müsst darauf achten, dass ihr, wenn ihr sie setzt, mit zum Beispiel Notizbuch, dass ihr sie, wenn ihr dann seid, auch auflebt. Ne? Ansonsten eine super gute Karte eigentlich, aber halt auch kein Nachteil dadurch, sie auszutauschen. Man kann entweder weitere Handtraps spielen, man kann eine Monster Reborn spielen. Das ist wirklich das Lot, was man sagen kann, den kann man wirklich ohne Probleme austauschen. Weitere Ninja-Zukunftskarten zu spielen oder sonst was. Wirklich ohne Probleme austauschbar. Aber halt theoretisch gesehen trotzdem ein ziemlich cooler Effekt.
Gerade in Kombination mit Meisen, weil der erste Effekt ist nicht once per turn. Das heißt, wenn jedes Monster, was dir mit einem Kampfschaden zumacht, zerstört dann auch eine Karte auf dem Feld. Gerade wenn ihr direkt angreift, müsst ihr euch ja nicht um die Monster kümmern und könnt dann durch die Field Spell trotzdem die Monster wegbeseitigen. Ist also ein ziemlich guter Effekt. Dann zu den zwei Ninetsu-Kunstkarten, die in diesem Deck gespielt werden. Ich spiele einmal die Kunst der Duplikation. Ihr könnt ein Ninja-Monster, das ihr kontrolliert, als Tribut anbieten. Und eine beliebige Anzahl an Ninja-Monster vom Deck-Special, deren Stufen kombinierte Stufe dem des Monsters entspricht. Das heißt, ihr bildet eine Stufe 4 Monster als Tribut an, könnt zum Beispiel euch einen Tobari holen, einen grünen Ninja und auch einen Tobari, Stufe 4. Oder einen Tobari und einen Baku holen. Oder einen Mitsu und einen grünen Ninja holen. Oder einen Kagero holen. Muss dann nur die gleiche Stufe sein, ist ja egal, wie viele Monster ihr beschwört. Aber es ermöglicht euch zumindest, aus einem Monster mehrere zu machen, gerade weil, ne, ich will Hanzo. Suchen uns die Duplikation, Gegner ist dran, wir aktivieren Duplikation, den wir Hanzo als Tribut anbieten. Holen uns einen Tobari, holen uns einen grünen Ninja, holen uns noch einen Tobari. Weil, naja, es ist nicht so ein Problem, Tobari mehr auf dem Feld liegen zu haben. Wichtig ist nur, wir können die in Face Up Attack Position beschwören oder Face Down Defense Position beschwören. Das heißt, sie müssen mindestens ein Tobari in Face-Up-Position beschwören. Die anderen beiden können Face-Down beschworen werden. Dann passiert irgendwas. Wir aktivieren Tobaris Effekt. Fusionieren grünen Ninja und Tobari weg zu zum Beispiel Yagurimaru. Nutzen den Effekt von grünen Ninja, flippen wir gegnerisches Monster Face-Down. Nutzen dann den Effekt von Yagurimaru, verbannen noch was vom gegnerischen Feld. Indem wir zum Beispiel dann den Tobari halt verbannen aus dem Friedhof. Das heißt, wir kriegen quasi aus einer Chap mit einem Monster, drei Monster, dann das Fusionsmonster, Interruption, Interruption. Ist halt eine wirklich gute Karte, um das gegnerische Spiel zu slowen. Gerade wenn wir zum Beispiel den Geo einfach als Tribut anbieten, der ist Stufe 8. Dann können wir so viele Monster beschwören und kriegen so viel Benefit daraus. Also es ist wirklich eine herausragend gute Karte. Und dann auch nicht zu unterschätzen, ich würde fast behaupten, sie ist sogar noch ein bisschen besser, weil sie nicht nur unsere Monster als Material benutzen kann, als Tribut benutzen kann, sondern auch gegnerische Monster als Tribut nutzen kann. Dancing Lees. Ihr wählt nämlich für ihren Effekt ein Ninja-Monster oder ein Face-Down-Monster auf dem Feld. Ninja-Monster, ne? Iron Digger, wir rüsten ein gegnerisches Monster aus als Ninja-Monster. Kann also als Target genommen werden. Book of Eclipse. Wir flippen gegnerische Monster Face-Down. Kann als Target genommen werden. Gegner beschwört generell irgendwas Face-Down, weil keine Ahnung spielt. Weiß nicht, welche Decks mit Flip-Effekten arbeiten. Subterror. Kann als Material benommen werden. Und dann fesseln wir ein Ninja-Monster aus dem Deck. Stufe ist dabei irrelevant, das heißt, wir können mit einer Dancing Leaves zum Beispiel mit einem gegnerischen Monster, Gegner beschwört, 3-4 Monster. Wir aktivieren unseren. Wir sind dran, wir rüsten den mit Iron Digger drauf, beschwören noch irgendwas, setzen die Karte verdeckt, Gegner ist wieder dran, wir aktivieren Dancing Leaves, opfern das Monster, das mit Iron Digger ausgerüstet ist, fesseln aus dem Deck ein Geo. Und flippen noch zwei weitere Monster vom Gegner Face Down. Ja, also, Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden. Gerade weil man damit halt ohne Probleme Geo rausbekommen kann. Aber wir können ein eigenes Monster tributen. Theoretisch gesehen ja auch. Das heißt, wir benommen irgendwas. Zum Beispiel ein Hanzo. Wir suchen und Dancing Leaves. Aktivieren Dancing Leaves dann, wenn der Gegner was verschworen hat. Bieten Hanzo das Tribut an, holen uns Geo und flippen zwei gegnerische Monster Face Down. Und der Gegner kann schon damit arbeiten. Ist also super, super gute Karte. Und hat auch wieder eine insane gute Interruption. Man merkt schon, sehr viel läuft über Geo, was Controlling des gegnerischen Felds angeht. Er ist halt auch einfach, muss man sagen, wirklich, wirklich eine gute Karte. Und mit 2-9 Defense ist er auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen. Ich habe gleich ein Replay gegen Traptrix zum Beispiel, da wird man dann merken, dass 2-9 auf jeden Fall ab einem gewissen Zeitpunkt eine Wand ist, die nicht mehr für den Gegner überschreitbar ist. Und ne, es schafft es einfach, dass ihr am Anfang des Spiels und Midgame auf jeden Fall überlebt und ins Endgame reinkommt und dann dominiert ihr halt einfach komplett mit diesem Deck. Also je länger das Duell dauert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie gewinnt. Weil das Deck hat so ein krasses Recovery-Potenzial und so eine gute Ressourcenverarbeitung und Kostengewinn-Auswertung. Das ist einfach herausragend. Dann im Extra-Deck spielen wir einmal das ultimative große Insekt. Ne? Wir können das beschwören, indem wir mit Iron Digger ausrüsten. Zum Beginn der Battle Phase, wenn eine offene Karte in einer der beiden Spielwitz-Zauberkartenzonen liegt, können wir
alle Monster, die der Gegner kontrolliert, zerstören. Gerade in der heutigen Zeit so viele Decks, gerade die Visa Star Frost basierten Decks, bestehen ja alle mit einer Spielverzauberkarte. Wir haben selber eine. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Effekt auch tatsächlich zum Nutzen kommt, ist relativ hoch. Und es hat einfach einen herausragenden Effekt, auf mal eben in einem Atemzug das gesamte gegnerische Board aufzuräumen und dann natürlich auch angreifen zu können. Ist halt mit 3000 auch definitiv ein starkes Monster. Dann das beste Versuchtmonster an diesem Deck wahrscheinlich Meisen. Genau, braucht zwei Mindermann zwischen den Typen, so wie Yaguramaru auch. Wenn der Gegner eine Karte oder der Effekt aktiviert, könnt ihr einen Mindermonster vom Deck specialen in Face-Up oder Face-Down-Defense-Position. Solange ihr ein Face-Down-Monster kontrolliert, kann der Gegner diese Karte nicht für Angriff wählen. Und Ninja-Monster, die ihr kontrolliert, können während der Battle Phase direkt angreifen. Also super, super gutes Monster. Ramaru, wenn er gespecialt wird oder geflippt wird, könnt ihr einen Ninja oder eine Nezuka von eurer Hand oder Friedhof oder Face-Up vom Feld verbannen und eine Karte des Gegners wählen und die ebenfalls verbannen. Wirklich super gut. Dann einmal Zeus, einmal Klingenrüstungs-Ninja, ne? Könnt Material abhängen, könnt ein Ninja-Monster auf dem Feld, wenn es kann, während der Battle Phase zweimal angreifen. Dem beschwört ist zwar nicht allzu häufig, aber es gibt wohl Situationen, wo ihr mit Klingenrüstungs-Ninja den Gegner einfach one-hittet, also ein OTK macht. Weil zweimal anzugreifen in einer Battle Phase, zum Beispiel mit ihm, macht ihr 4400 Angriffspunkte. Meisen zum Beispiel auf dem Feld, ne, könnt ihr direkt angreifen. Plus 2,5 und dann braucht ihr nur noch irgendein anderes generisches Ninja-Monster, den ihr habt gewonnen. Also wirklich eine super gute Karte, zumal man ihn auch ohne Probleme dann verwandeln kann in einen Zeus. Man muss ja seinen Effekt nicht aktivieren. So. Da kann er die Materialien behalten, theoretisch gesehen. Oder man nutzt seinen Effekt, ne, greift den Gegner zweimal an. Also, da hat man immer noch seine Materialien für den Zeus. Also wirklich eine gute Karte. Als One-Off herausragend. Dann Gigantic Sprite. Wir beschwören ihn zum Beispiel mit einem grünen Ninja mit Mitsu in Kombination mit zum Beispiel einem Cross Sheep, Nightmare Phoenix oder einem Saizo. Specialt uns halt zum Beispiel dann die Mitsu aus dem Deck. Genau. Als One-Off aber auch voll und ganz ausreichend. Man kann die theoretisch gesehen auch Karten etwas anderes austauschen, genauso wie man auch theoretisch gesehen Klingenrüstungs-Ninja und Zeus tauschen kann gegen was auch immer man möchte, aber sie schaden auf jeden Fall nicht. Und das meiste, was ihr macht in eurem Extra-Deck, geht eh über die beiden Fusionsmonster. Und der Rest ist mehr oder weniger komplett obligatorisch, außer halt Saizo, den benutzt ihr halt auch aktiv und Cross-Sheep. Aber der Rest ist komplett frei austauschbar und nach eurem Belieben halt, wie auch immer ihr das machen wollt, was ihr spielen wollt. Wenn ihr sagt, okay, ich möchte zum Beispiel noch mehr Link-Monster spielen, weil ich merke, okay, das funktioniert ganz gut. Macht es. Es schadet dem Deck gar nicht. Also, es ist halt einfach, im Endeffekt einfach nur eine Reihe Präferenz, was man da spielen möchte. Dann einmal den Saruya. Erhält folgenden Effekt für die Anzahl Materialien, die genutzt wurden. Bei zwei oder mehr Monstern könnt ihr, wenn einem Monster gespecialt wird oder genau in einer Zone, die er zeigt, dem Monster 300 ATK und Death geben. Bei drei oder mehr könnt ihr einmal pro Zug während der Main Phase ein Monster von eurer Hand specialen. Und bei vier oder mehr, wenn er nicht beschworen wird, könnt ihr vier Karten ziehen und drei Karten davon eurer Hand unter das Deck in einer beliebigen Reihenfolge legen. Das heißt, ihr zieht im Endeffekt quasi plus eins. Ihr könnt euch quasi auch aussuchen, welches plus eins ihr haben wollt. Super guter Effekt. Der vierte, also der mit vier Karten. Allerdings wichtig. Ihr kommt meistens nie über den ersten oder den zweiten Effekt hinaus. Also vier Karten zu nutzen, ist schon wirklich so die Creme de la Creme. Das habt ihr eigentlich nie. Es geht meistens nur darum, eure Monster ATK-Boost zu geben, um halt dem Gegner einfach dann den letzten notwendigen Schaden verurteilen zu können oder um diesen Freeze-Summer-Stun zu bekommen. Einmal Access-Code-Talker. Nightmare Unicorn, ne? Nightmare Phoenix, ne? Spell Trap Destruction, Monster ins Deck zurückmischen oder generell Karte ins Deck zurückmischen. Cross Sheep, ne? Freeze Summon, indem ihr ein Fusionsmonster in eine der Zonen reinbeschwört. Auf diese Zeit könnt ihr eine Stufe 4 oder niedriger Monster aus dem Friedhof specialen.
Also wirklich gute Karte. Die beschwert ihr tatsächlich auch das ein oder andere Mal. Ich vergesse manchmal, dass ich diese Karte im Deck habe und mache dann alles und merke danach, ach ja, hätte ich eigentlich auch beschwören können. So, das passiert mir manchmal noch, aber an sich wirklich gute Karte. Und sag mal, sei so, neben halt den Fusionsmonstern, die wahrscheinlich beste Karte im Extra-Deck und auch Pflicht im Extra-Deck. Weil sie ermöglicht euch einmal pro Main Phase eine Ninitsu-Kunst-Karte direkt vom Deck setzen zu können. Das heißt, ihr habt damit Zugriff auf die Traps, auf die Field Spell, auf die Iron Digger und halt auf euer Notizbuch. Und ist damit halt quasi der beste Sucher überhaupt, weil sein Effekt ist nicht wie Hanzo timingabhängig, sondern sein Effekt könnt ihr immer aktivieren, halt nur einmal pro Zug, aber das reicht im Regelfall aus. Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir doch direkt schon mal zu den Replays. Wir fangen mal an mit. Gegen was haben wir denn so? Wir haben hier einmal genau gegen Mathmack. Bei dem Replay werden wir gleich sehen, das Deck hat ein paar Schwächen und ein paar Stärken. Wir fahren direkt an, ganz casual. Wir normalen Tobari, setzen Book of Eclipse, setzen Supplication und setzen das Notizbuch. Das heißt, wir, wenn der Gegner was beschwört, können uns in die Ninja-Kunstkarte vom Deck setzen oder Ninja-Monster vom Deck setzen. Können mit Tabara wegfusionieren, das Monster. Im Regelfall würden wir jetzt wahrscheinlich erstmal ein Monster beschwören wollen, damit wir ein Fusion-Target haben. Weil mit Tabara können wir im gegnerischen Zug Fusion beschwören. Dann haben wir die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, wir beschwören einen Agoramaru. Ne? Verbannen gegnerische Karte und nutzen dann Agoramaru für Duplication zum Beispiel, um weitere Monster zu beschwören. Und halt letztendlich Book of Eclipse als Interruption, falls danach darüber hinaus quasi wir keine Möglichkeit mehr haben einzugreifen. Beziehungsweise wahrscheinlich könnten wir die sogar vor Yagoramaru noch aktivieren, dann sieht der Gegner sogar noch eine Karte weniger. Genau, wir aktivieren jetzt das Buch, holen uns das Fusion Target, nutzen den Effekt von Tobari, versucht beschwören einen Meisen. Weil Gegner gerade Parallel Exceed beschworen, das heißt, ihr müsst seinen Effekt aktivieren. Wir nutzen also den Effekt von Meisen als Reaction da drauf, holen uns einen Geo aus dem Deck, aktivieren Geo Summoning Effekt, flippen zwei Monster Face Down. Ne, kann nicht mehr aufgedeckt werden, Gegner hat also jetzt keine, nur noch eine Karte für eine Link-Beschwörung. Können sogar theoretisch gesehen jetzt Geo mit der Duplication benutzen und haben immer noch die Book of Eclipse da liegen, falls der Gegner noch mehr macht. Genau, die werden jetzt auch einfach gegnerische Monster werden fest und kann man auch fest down geflippt, ist aber kein Problem, weil Duplication kann auch fest down Monster tributen. Genau. Und jetzt ist ein paar Monster aufs Feld. Wichtig, Baku fest abbeschwören, damit sein Effekt triggert und wir die Recovery aus dem Friedhof bekommen und Mitsu fest abbeschwören, weil wir den Monster-Effekt negate haben wollen. Wir haben jetzt so viele fest down Monster auf dem Feld liegen, dass wir den Effekt ohne Problem nutzen können. Und wir sehen, es ist so ein krasser Benefit, den wir nur durch quasi Geo bekommen. In Kombination mit Duplication. Das ist wirklich, wirklich gut. Genau, jetzt Bakus Effekt. Kriegen die Recovery. Lassen Mitsu. Flippen unser Fusionsmonster auf. Negieren den gegnerischen Effekt. Switchen Baku noch Face Down, weil wir wissen ja jetzt, Baku, wenn er geflippt wird, ne, können wir uns wieder eine Karte auf die Hand nehmen. Also in dem Fall auch wieder ein hervorragendes Target dafür. Geht einfach die Hand vollziehen, das ist das Problem. Wir haben es nicht geschafft, die Karten wegzubekommen. Also dürfte jetzt der Gegner volle vier Karten ziehen. Und naja, wir sehen schon Nibiru und Gamma. Und das ist das Problem. Nibiru ist das Beste gegen dieses Deck, was man machen kann, weil naja, wir kommen ohne Probleme über fünf Beschwörungen raus und wir brauchen auch im Regelfall so mindestens fünf Beschwörungen. Gamma macht mir weniger Sorgen, genauso wie die Impermanence macht mir weniger Sorgen, weil durch die Negates können wir mehr oder weniger ohne Probleme durchspielen. Jetzt Achtung aufpassen, Hanzo hat Timing verpasst, war uns aber in dem Fall egal, weil wir brauchten einfach nur den Körper auf dem Feld für die Linkbeschwörung. Genau, setzen uns die Iron Dagger, aktivieren die, holen uns unser großes Insekt. Haben in dem Fall noch den Effekt aktiviert, um das
zu targeten, damit wir die Protection aus dem Filter rausbaiten können. Weil wir natürlich nicht wissen, dass Nibiru auf der Hand ist, wir wissen auch nicht, dass Gamma auf der Hand ist. So. Jetzt bauen wir uns theoretisch gesehen auf, nutzen den Effekt von Hanzo, suchen uns nach was, specialen ihn. Können also auch hier nochmal eine Versuchsbeschwörung reingehen, theoretisch. Genau. Und jetzt kommt Nibiru und alles ist futsch. Und das ist das Problem. Das ist auch das Problem, warum ich Nibiru nicht spiele. Attributed alle Felsermonster auf dem Feld. Auch unsere Karten. Und das ist mir zu teuer. Weil wir bauen unser Feld auf, gerade im gegnerischen Zug. Und wenn der Gegner 5 Beschwörungen rausgekommen ist, dann noch Nibiru zu aktivieren, das, was wir jetzt aufgebaut haben, zu zerstören, lohnt sich einfach gar nicht. Deswegen ist Gamay hier besser. Aber umgekehrt halt auch. Ne? Deswegen auch die Karte, die am meisten wehtut gegen unser Deck. Ja, und zwar jetzt einen unfassbar starken Token auf dem Feld. Und wenn der Gegner den nicht los wird, haben wir gewonnen. Aber naja, es ist halt nur ein einziger Token auf dem Feld. Wir haben kein Ninja-Monster auf dem Feld, das heißt, wir können Dancing Leaves nicht aktivieren. Wir haben kein Face-Down-Monster auf dem Feld. Naja, Exit-Code-Talker. Zerstört ist beide Karten. Ja, dann haben wir verloren. Kannst du einmal angreifen. Ja. Wegen. Weiß nicht mal, wie die Karte heißt. Aber ja. Relativ schnell. Wir sind sehr anfällig für Karten wie Nibiru. Jetzt nochmal eins gegen Trap Trick. Da sieht das Ganze ein wenig anders aus. Primär wahrscheinlich auch, weil Nibiru nicht gespielt wird. Ich glaube, Nibiru ist tatsächlich die Karte, die diesem Deck den größten Schaden anrichten kann. Kaijus, wenn ich drüber nachdenke, Kaijus tun dem Deck kaum weh, weil das ist nur ein einziges Ziel, was zerstört wird. Und man kann mit dem Kaiju immer noch was machen. Man kann man hat den Buddy immer noch im Feld liegen und die anderen Ninja-Monster, das heißt, man hat immer noch Möglichkeit zu arbeiten. Ein Wähler zum Beispiel tut uns nicht allzu viel weh, weil man kann die Monster ohne Probleme wegfusionieren oder weiterverarbeiten. Durch die Traps. Ich glaube, das ist wie zum Beispiel eine Ash Blossom oder eine getimte Wähler, also gerade auf eine Kagero, die genommen wird und dann gewählert wird. Das könnte zu Problemen führen, falls wir keine Möglichkeit haben, ein weiteres Ninja-Monster aufs Feld zu bekommen. Oder falls wir keine Ninzu-Kunstkarte auf der Hand haben, um dann im generischen Zug was damit zu machen. Aber ansonsten würde ich sagen, ist Nibiru tatsächlich die Karte, die diesem Deck wirklich am meisten wehtut, mit Abstand. Oder jegliche Form von Verbannung, also Kashtira zum Beispiel, wäre wahrscheinlich auch sehr effektiv gegen das Deck. Es sei denn, wir haben die Möglichkeit, First zu gehen und können mit unserem Book of Eclipse zum Beispiel und mit unseren mit Gio den Gegner daran hindern, seine Link-Monster und seine XC-Monster rauszubeschwören bei Kashtira. Wenn der Gegner First geht mit Kashtira, dann sehen wir da auch wahrscheinlich kein Land. Oder wenn der Gegner wenn der Gegner zum Beispiel was wie, keine Ahnung, Sword Soul spielt, was ja relativ simpel sehr viele Versuchermonster aufs Feld rausbekommt und was selber die Möglichkeit hat, durch sehr viel durchzuspielen, ich glaube, das könnte auch zu Problemen führen, weil wir haben zwar viele Interruptions, aber auch nicht unbegrenzt, und wenn der Gegner es schafft, durch alles, was wir quasi dem in den Weg stellen, durchzuspielen, haben wir unser Feuer verbraucht und dann war es das, dann kann der Gegner uns ohne Probleme töten. Genau, jetzt ist mir Kageros Effekt. Kageros wird natürlich nicht negiert, das heißt, wir können unseren Ninja trotzdem beschwören, beide sind face down, macht das auch kein Problem, weil wir können sie wegfusionieren, ne, kurz meisen. An die Aktivierung natürlich schön von der White Trap Hall können wir mal das Effekt dran ketten. Können Baku specialen, kriegen den Kagiro auf die Hand zurück, aktivieren die Kanamugara auf den Gamesiel, weil wir können jetzt den Iron Diggers Effekt aktivieren. Bannen irgendwas davon, am besten in ein Monster. Wir wollen es ja special danach. Ja, wobei, wir können eh nur Monster bannen. Aber genau, wir bannen zum Beispiel einen Gio oder einen Meisen, um Gamesi zu zerstören. Und specialen das Monster wieder aufs Feld zurück durch den Defeatus-Effekt von Iron Dagger und können nochmal in eine Versuchbeschwörung reingehen. So, genau, wir bannen das Monster. Kaiju ist weg. Haben wieder ein Monster auf dem Feld, Versuchbeschwörung. Gehen das zweite Monster noch vom Feld ohne Probleme. Klar, wir können es nicht mal angreifen, aber wir haben auch noch 2000 Defense da liegen. Das theoretisch gesehen auch vielleicht ein bisschen Schutz bietet.
Genau, und wir haben halt Kagero auf der Hand als Recovery und wir haben die Fields Bell auf dem Feld. Das heißt, wenn wir dem Gegner irgendwann mal Kampfschaden machen, dann haben wir die Möglichkeit, da wieder Karten zu zerstören. Und naja, Chop Trick ist halt, wie man sieht, relativ gut da drin, sein Board einfach wieder aufzubauen. Unsere aktuelle Herausforderung ist es, Sera wegzubekommen, um halt dahingehend dem Gegner daran zu hindern, weiter einfach Karten aufs Feld zu legen, ohne Probleme. Vorteil ist, Yagoramaro triggert, wenn er geflippt wird. Das heißt, er wurde in dem Fall angegriffen, weil der Gegner wollte scheinbar auf den Zeus vorbereiten. Das verhindern wir jetzt aber, weil, naja, Redua hat kein Target, macht also keinen Sinn, diesen Zeus zu beschwören. Der hat zwar viel ATK, aber kann er Effekt nicht nutzen. Zumal Reduas Effekt aktuell immer noch besser ist, indem er sich jetzt einfach eine Karte holt. Allerdings, ne, Book of Eclipse, wir verhindern das Ganze. Und das ist jetzt ein Kagero. Geos fehlt. Ja, und Gegner beschwört wieder massig Karten. Vorteil an Geos natürlich jetzt. Er hat 2-9, das heißt, der Gegner kann uns aktuell keinen Schaden zu machen. Er muss erstmal irgendeinen Weg finden, Geo vom Feld zu bekommen. Und das kann sich mitunter als ein kleines Problem anstellen. Ich meine, er hat jetzt schon wieder die ganze Bedrock voll. Das heißt, wir werden Probleme haben, Karten zu beschwören. Wir müssen also in irgendeiner Form mit unserer Fields-Welt zusammen die Bedrock wegarbeiten, bevor wir Gegner zu beschwören können. Genau, Geos Effekt triggert halt jetzt, weil er geflippt wurde. Ja. Können Geos in Angriffsposition wechseln, können Sera angreifen, machen ihm Schaden und können anfangen, das Feld aufzuräumen. Wir hätten in dem Fall wahrscheinlich erstmal die zerstören sollen, dann die zerstören sollen und nicht die Monster, weil die Monster können sie nicht mehr aufleben. Habe ich in der Situation aber auch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, und wir sehen, es ist wieder eine Sera auf dem Feld. Also, es ist so schwer, solange Sera im Extra-Deck des Gegners sind, dagegen zu arbeiten. Das ist wirklich müßig. Es ist nur von Nachteil. Wenn man das Face Down gespecialt, das heißt, kann seine Chipboard aktivieren, kann wieder Monster beschwören, kann sich wieder Karten setzen. Aber wir kriegen wir zwischen den Iron Digger. Hallo? Karten aufs Feld gesetzt, genau. Können wir eine Versuchsbeschwörung machen? Kriegen wir ein Geo aufs Feld? Können wir die Karten Face Down flippen und die können ihre Kampfposition nicht mehr ändern, das heißt, was Interruptions angeht und was Recovery angeht, ist dieses Deck halt tatsächlich echt gut aufgestellt. Jetzt haben wir den Zeitpunkt erreicht, dass der Gegner 1, 2, 3 Seras im Friedhof hat. Ne? Wahrscheinlich auch, ich gehe mal davon aus, dass er die Utricularia weggebietet hat. Ja, weil fast alles an Chess mittlerweile im Friedhof ist. Das heißt, erst mit Sera kann er sich nicht mehr allzu viel suchen. So, und jetzt holen wir uns Iron Digger und eine Mitsu. Wir können zwar die Mitsu nicht ausrüsten, aber Iron Diggers Effekt ist immer noch solo auch ganz gut. Ne? Rüsten erst die Karte aus, die wir zerstören wollen, das zerstören wir sie und dann splashen wir eine Monster for free. So, und die behalten wir jetzt in dem Fall erstmal, weil wir wollen natürlich Mitsus Effekt nutzen mit dem Negate. Und wir haben jetzt meistens natürlich nur noch theoretisch gesehen mit dem Freeze Summon und Hanzo. Muss dann die Zukunft suchen. Torrential macht uns da jetzt allerdings einen kleinen Strich durch die Rechnung. Psych. Warum ich da aber tatsächlich einen Effekt angekettet habe von Meisen, weiß ich nicht. Ich glaube, weil ich tatsächlich in dem Moment dachte, dass Barkus-Effekt triggern würde. Aber Barkus-Effekt triggert natürlich nicht, weil er zerstört wurde, bevor er quasi seinen Effekt aktivieren konnte. Aber am Hanzo auf der Hand gehabt, das heißt, wir können uns die Duplication suchen, Duplication setzen. Für den Gegner ein bisschen Schaden zu zerstören aus seiner letzten Backdraw-Karte. Gegner ist dran. Aktivieren die Duplication. Hanzo geht weg. Wir holen uns Tobari, wir holen uns Tobari, wir holen uns Greninja, was ich gerade gesagt habe. Wir fusionieren Tobari Greninja weg, holen uns Yagoramaru. Nutzen den Effekt von Greninja. Lass das eine Monster face down und Garomaro und verbannen das andere Monster. So. Also das ist halt eine super gute Combo mit den beiden Karten zusammen. Und auch hier genau.
Wie gesagt, 5 ATK sind nicht zu unterschätzen, gerade wenn man den Gegner töten will. Nutzen die Fieldspell nochmal, um das gegnerische Feld aufzuräumen. Ja, und das war's dann quasi auch schon mit dem Gegner. Also man sieht, wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, den Gegner zu unterrupten. Wir haben sehr gute Recovery. Wir haben sehr viele Starter in dem Deck, die es ermöglichen, halt ohne Probleme einen Board aufzubauen. Gerade, weil es am Anfang immer so aussieht, als wenn wir nur Monster beispielsweise eine Karte setzen, das einen Zug beenden. Aber im Regelfall nutzen wir primär den gegnerischen Zug durch die Nichtzukunftskarten. Dadurch, dass es Traps sind, müssen wir quasi unseren Zug beenden. Aber da wir im gegnerischen Zug alles machen können mit den Monstern, wir können ihre Effekte nutzen, wir können Versuchsbeschwörungen machen, schadet uns das nicht. Zumal wir natürlich auch damit dann dem Effekt Welle aus dem Weg gehen. Theoretisch gesehen, weil der kann sich ja nur im gegnerischen Zug aktivieren und nicht, also nur in unserem Zug quasi aktivieren und nicht in dem von unserem Gegner. Das heißt, er kann uns damit auch nicht targeten. Aber das Deck hat ein ganz großes Problem damit, wenn es dazu kommt, entweder Karten vom Feld zu verbannen. Also, sobald die verbannt sind, haben wir da mehr oder weniger keinen Zugriff mehr drauf. Sie müssen halt im Friedhof sein oder auf der Hand oder im Deck. Ansonsten haben wir da Probleme mit. Und ein Biro. Massenzerstörungskarten im Generellen, also sobald es hinterhin kommt, im Rageki oder einen Lightningstorm oder sonst irgendeiner Form von Massenzerstörung. Und wir haben keine Möglichkeit mehr, da in irgendeiner Form zu interagieren mit vorher. Oder wieder eine Monster aufs Feld zu bekommen, dass wir eine Zukunftskarte wieder aktivieren können, haben wir im Regelfall verloren. Ja, aber an sich würde ich sagen, besser als vorher. Falls ihr Ideen, Anregungen und sonst was habt, schreibt sie in die Kommentare. Wie immer, Abo nicht vergessen, ne Daumen hoch und vergesst die Glocke nicht. Die ist ja essentiell fürs Überleben aller YouTuber heutzutage. Warum auch immer. Ansonsten, macht einen guten Tag und wir sehen uns. Tschüss!